So. Eine Ratte. Die Skorpione sind sehr unnett. So. Schön, dass du mir in die Bude krabbelst. So. Und das Viech hängt da oben. So. Das ist eine Ratte. Die gibt Kohle. Ja, wir brauchen ein bisschen Essen. Tiamat hat ja seine Vor- und seine Nachteile. Was ist das denn, eine Schildkröte? Ach, wie süß. So. Und hier liegen Zombie-Reste. Wir müssen irgendwo ein Stück Strand abbauen. War hier nicht noch auch noch eine? Genau, du da. Hm, keine Kohle. Zwei Schweine. Das ist doch geil. Dann können wir eine Schweinezucht anfangen. Wo ist denn die letzte Maus, die ich hier höre? Also, ich habe das Ding ja schon dabei. So. So. Ja, komm rein. Komm hinterher, komm her, komm her. So. Ein Schwein. Und hier war da irgendwo noch ein zweites Schwein da unten. So, komm her. So. Komm her, liebes Schweinchen. Ja, komm hinterher. Komm her, Schweinchen. Ich wollte gerade sagen, bist du zu blöd, hochzuhüppeln? Muss schon durchkommen. Achso, ja, jetzt hat's geschafft. So. Wir sollten vielleicht noch schnell Wasser holen. So. Also Schnee in der Bude, der ist irgendwie auch nicht witzig. Hey, wir haben sogar schon zwei, das heißt, wir können uns ein Schwein züchten. Einen Fisch habe ich jetzt wieder ergattert. So. Und Kohle von den fiesen Viechern. So, dann können wir uns jetzt hier einen Eimer machen. Oder vielleicht gleich zwei Eimer. So. Und ein Kettenhemd. Ging das nicht so? Doch so. So. Und Kettenstiefel. Eisenstiefel. So. Eisenstiefel, Eisenhemd und Eisenhose. So, ging eine Eisenhose. Und dann nur noch ein Eisenhut. So, okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall besser ausgerüstet. Den Lederhemd können wir mal wegräumen. Jetzt brauchen wir noch ein Eisenschwert. Hab nur gerade keine Stickies mehr. So. Ja, das ist doch cool. So. Kriegen wir hier ein
Eisenschwert anstatt ein Dingensschwert. So. Die anderen Schwerter tun wir nochmal wegpacken. So. Okay. Das ist doch cool. So. Einmal, zweimal. Ta-ta-ta-ta. So. Dann haben wir noch das Zuckerrohr. Das könnten wir uns auch mal näher zu uns holen. Da rennt eine Katze rum. Ich werde gleich mal gucken, wie ich jetzt mit den einzelnen Tieren interagieren kann. Das ist ein Delfin. Delfine kann man mit hohen Fisch sich holen. Und auf den reiten, das weiß ich. Jedenfalls war es früher so. Was die Rochen machen, weiß ich jetzt auch nicht. So. Jetzt nehmen wir uns einfach mal mit. So. Ein Häschen. So. Die Blümchen nehmen wir uns natürlich auch mit. Eine Ratte. Da schwimmt links ein Hai, soweit ich das sehe. Wir nehmen nicht alles mit, wir lassen ein bisschen was hier. Weil es bei uns was kaputt geht. Haben wir denn hier noch was? Ein Schwein. Schweinesteak. Oh. Ha, tatsächlich was bekommen. Von der Ratte gibt's Samen. Ha. Da kenne ich mich doch jetzt schon ganz gut aus. So. Wir laufen wieder zurück. Was bist du denn? Bist du ein Hai oder ein Delfin? Sieht aus wie ein Delfin, aber das da vorne sind auf jeden Fall Haie. Hier gehen mir Haifischzähne. So. Wir müssen irgendwo auch nochmal Sand abbauen gehen. Geben da nichts, oder? Ihr gibt doch nichts, oder? Nee, da schwimme ich nicht rein. Und wieder so eine Wildkatze. Hässliches Mistviech. So. Mit meinem Eisenschwert erledige ich alle. So. Wieder was zu essen mit nach Hause gebracht. Durch diese Kletterviecher ist man jetzt nirgendwo mehr sicher. So. Dann sollten wir mal. Aha. Also ich wollte eigentlich Wasser mitbringen. Und Erde. Erde haben wir hier 69 und haben wir ein ganz bisschen Holz. Ich will das irgendwie als Verschwendung, also. Wenn ich da so wenig reinstecke, dann kann ich da auch. So, wird auch schon wieder dunkel. Kann nur an Nacht schlafen. Achso, stimmt, ich habe es gar nicht auf Deutsch gestellt. Na? Der Mond geht auf. So. Ich kann den ganzen Schnee mal wegschneen. Können wir uns ein Iglo draus bauen. So. Wir müssen immer den Zeug auf unserem Dach wegmachen für Schnee. Also für Iglo. Für ein Iglo. So. Gut, dass wir das Getreide abgedeckt haben. Das lernt man hier in dieser Survival Map. So.
Ich überlege ja noch, ob ich jetzt drei oder vier haben will, aber es ist ja schon so weitläufig. Ich denke mal, dass da vier auf jeden Fall reichen. Ich überlege noch mit der Treppe, ob wir das so echt machen sollen. So. Zuck. Kann auch Stein nehmen für die Zwischenstufe. Hauptsache irgendwas. So. Oder wir nehmen unten den Dungeon auseinander, aber das fände ich irgendwie schade. Ich finde, den sollten wir erhalten. Ah, die Zuckerdinger sollten wir einpflanzen. So, gute Nacht. Aha, wieder guten Morgen. Und wir gehen erstmal nach unten. So. Und sehen wieder Skorpione und allem möglichen Viechzeug. Hallo Ente. Entenfleisch mag ich auch gerne. So, solange jetzt nicht die Schäfchen wieder despawnen, das würde mich jetzt echt stören. Also wieder verschwinden. Ist ja alles okay. Ich glaube, das liegt daran, ob die Sachen gezähmt sind oder nicht. So, da ist ein Hai vor unserer Küste. So. Zack. Ja, das war gerade der falsche Block. So. Hier müssen wir mal dringend ein bisschen aufforsten. Bleib stehen. So. Jetzt habe ich schon so viel zu essen und habe doch nichts gegessen. So. Wir brauchen doch noch tonnenweise Holz. So. Und ist noch eine Ratte. Müssen wir aber höher. So. Ich wollte das ja mit dem Massensäen probieren. Vielleicht auch auf dem Dach. Ich weiß noch nicht. So. Das klappt eigentlich mit jedem Baum. Dann hat man nämlich nicht mehr diese ganze Baumrennerei. So. So, wie viel haben wir denn jetzt? 41. 3 Sticks. Da wir die Zwischendecke auch aus nachwachsenden Rohstoffen machen. Ja, komm runter, du. Ast. Sollten wir darauf achten, dass wir. So. Genug sammeln. Ich wüsste ja zu gern, wie man die Katzen jetzt zähmt. Ich gucke echt gleich mal nach. So. Bleib doch nicht immer da oben hängen. So. Wir müssen jetzt gleich mal die Samen alle einsammeln. Gehen. So.